Wen haben wir denn da? Wer ist das denn? Heute ist Donnerstag, der 16. Mai. Wir haben die Nacht hier bei Cabela's verbracht. Das ist ein Sportsladen, ähnlich wie Bears Pro Shop. Die haben wir auch schon mal aufgenommen. Und ja, das ist schön. Ähnlich wie bei Cracker Barrel haben die richtige Sites hier für RVs. Die haben sogar Wasseranschlüsse. Was heißt Anschlüsse? Die haben zwei. Einmal auf der linken, einmal auf der rechten Seite, wo man, wenn man möchte, sich Wasser holen kann. Und zu guter Letzt haben die auch noch eine Dumpstation hier. Und das Beste ist, kostenfrei, außer man benutzt die Dumpstation, dann muss man $5 bezahlen. Und wir sind gestern Abend so gegen 10 hier angekommen. Ist jetzt kurz nach 6 und machen uns jetzt fertig, um heute Morgen weiter nach Yellowstone zu fahren. Schmeckt's? Sieht gut aus. Ja, hier nochmal von außen jetzt, wo wir geparkt haben. Sehr schöner Sonnenaufgang, ein bisschen bewölkt. Wir haben natürlich wieder die perfekte Woche ausgesucht. Es soll die ganze Woche regnen und sogar schneien. Minus 1 Grad kann es werden jetzt im Yellowstone. Und hier hinter mir Cabela's, wo wir gerade stehen. Ja, direkt hier in Billings, Montana. Also das Coole ist bei dem Cabela's hier, man kann sogar seine Pferde mitbringen, wenn man hier übernachtet. Die haben hier so Ställe und da hinten haben sie sogar einen Zwinger für Hunde. Also wenn man seinen Hund nicht mit im Auto haben möchte, kann man den auch draußen lassen. Und hier kann man jetzt noch mal sehen, wo man deinen Hund unterbringen kann oder seine Hunde. Hier haben sie die Zwinger. Oh, es ist ein Hunde Exercise Area. Also da können die Hunde sich austoben. Riesengroß. It's the Exercise Area. It's huge. Wir sind hier im West Yellowstone Besucherzentrum angekommen und das ist hier vom National Park Service und gleich wollen wir mal in den Park reinfahren, aber erstmal holen wir uns noch Junior Ranger Programm ab. Also hier im Besucherzentrum kann man auch über die verschiedenen Tiere lernen, die es hier im Park gibt. Man kann sich die Felle anschauen und wenn man den Junior Ranger machen möchte, muss man einplanen, dass es $3 kostet. Also bei den anderen Parks war es überall kostenfrei. Hier muss man ein paar Dollar einplanen. Man kriegt aber auch kein Abzeichen, sondern so ein Ding, was man sich auf die Klamotten nähen kann. Do you remember at the Wind Cave we saw one of those? Very good. Okay. Now, somebody said coyote. These are poor coyotes that lost his legs. Okay. Coyotes tend to have very pointy ears and nose, and they all one color. See how this guy's all one color? Ah. So, this is a bigger kind of dog. You have these in Germany, too. We saw one of those in Colorado, Eli. Do you remember? He came to the campground. Seriously? Yeah. What is this? Linus, do you remember? What is it? Yeah, he was walking in, and we were the only ones there, so we opened a window, and then he ran. Hi,
Hallo, ich bin's wieder, George Washington. Heute sprechen wir über Wyoming. Die Hauptstadt ist Cheyenne. Wyoming passt ca. 1,3 Mal in Deutschland und die Einwohnerzahl beträgt ca. 493.000. Motto: Equal Rights. Spitzname: Equality State oder Cowboy State. Staatsbaum: Plains Cottonwood. Staatsblume: Indian Paintbrush. Staatsvogel: Meadowlark. Staatstier: Bison. Staatssong: Wyoming State Song. Der Staat wurde 1890 als der 44. Staat gegründet. Pate für diesen Staat war das Wyoming Valley in Pennsylvania, was im Indianischen weiter Wiesenplatz bedeutet. Als erstes wurde der Staat von den Franzosen in 1743 erkundet. Der Amerikaner John Coulter durchquerte 1807 bis 1808 als erstes das Gebiet des heutigen Yellowstone National Parks. Genießen Sie den Rest des Videos. So, wir sind jetzt bei Old Faithful angekommen und wir haben den Ausbruch verpasst. Also alle anderthalb Stunden sprüht der Geyser hier. Boah, so ein bisschen spuckt er jetzt auch noch. Ja, Qualm, ne? Ich glaube, das macht er immer. Da hinten ist gerade einer am Sprühen. So, das heißt hier Anemonengeyser. Also wir stehen jetzt hier direkt im Qualm von diesem Pool hier und das riecht wie hart gekochte Eier. Mit Harzer Käse. Mit Harzer Käse gemischt, genau. So. Aber es ist warm. Also der Qualm ist total angenehm warm. Und deshalb liegt hier wahrscheinlich auch so viel Bison-Kot, weil die sich hier wärmen. Oh ja, ein kleiner Vulkan da hinten. Und da hinten ist noch einer. Ein großer sogar. Lass uns da mal hinlaufen. Let's walk over to the volcanoes there. Es blubbert und blubbert. Emmy, das ist auch schon ein Whirlpool, ne? Ja. Also falls man es noch nicht bewusst hat, Achtung, Gefahr, heißes Wasser. Das ist Earspring. Es sieht doch aus wie ein Ohr. Wie heißt es, Emmy? Double Pool? Ja, aber der Double hat jetzt Pool. Auf einmal, Sven hat gerade eben, weil er komplett flach und jetzt geht er auf einmal hoch und runter. Ja, das Wasser bewegt sich, ne? Echt interessant. Auch diese ganzen Ablagerungen drumherum. Oh, Emmy, da hinten! Wow, das ist cool, hä? Also Yellowstone wurde wirklich nach dem gelben Stein benannt. Und wie man hier sehen kann, da oben, das ist gelb. Ja. That is Old Faithful. Denk dir zu euch andere. Wow. That's better than the Bellagio. Weil es ist. Ich kann es nicht mehr.
eine Wolke, sonst sieht gar nichts. Ja, das ist richtig. Vielleicht sieht man deshalb da hinten besser, weil natürlich die Wolke hier vorne. Ja, das kann sein. Aber das kommt immer drauf an, wie der Wind weht, ne? Eben dann noch nach geradeaus hin. Guck mal, die Fontäne, die da rauskommt. Und gleich ist er leer schon mal. Ja, okay, ist er leer. Guckt da alles aus, muss er wieder sammeln. Für die nächsten 5 Stunden. Für die nächsten 5 Stunden. Wir sind noch da. Anne, wir nehmen mal so hoch, wie andere, wie da. Jetzt wird er leer. Ich frage mich, wie das ist da oben von dem Observation. Da siehst du es gerade ja gar nicht, weil da sind die Wolken hier. Wie lange auch. Wie groß dieser Hohlraum wohl ist, wenn das nur das obere ist. Ja. Da geht bestimmt bis zum Erdkern. Ja, dann würde, glaube ich, Lava rauskommen. Die lehnt sich so nach hinten. Was denn? What? Oh, eben das Ding. Das war's. Das ist kein. Das ist kein Schwert. Das ist der Old Daddy. Nee, das ist der Old Daddy. Look at it. It's almost done. Let's give him a clap. Say good job, I'm faithful. We've been down here 3 times. Wir hier schändet. Oh, da kommt er. Ja. Rechts. Ach ja. Hallo. Hallo, Bisein. Hallo. Willst du jetzt hier zu essen oder was macht der denn? Er kratzt dich. Er kratzt dich. Oh, man, he's dirty. Hello. Look at the boat elk over there. Wen haben wir denn da? Wer ist das denn? Who's that? Ja. Ist ja klar, dass er.